So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K WWE 2K15 in meiner Karriere mit Tim Wiese. Nicht vergessen, nachher um 20 Uhr auf hitbox.tv/franzdock, falls ihr das hier am 2.1.2015 schaut, habe ich gestern bei der letzten Episode 2014 gesagt, ich weiß es nicht. WWE 2K15 PS3 und PlayStation 4 Community zocken. Wir fangen an mit ein paar Move-Vorschlägen von euch für unseren Herrn Wiese. Da gab es so einige. Bitte verzeiht mir, wenn ich nicht jeden einzelnen nennen kann, der das vorgeschlagen hat. Wir gehen jetzt einfach mal auf Anpassen und auf Moveset. Ich versuche wirklich die meisten noch zu finden bei meinen E-Mails. Kommt mal drauf an, wie ihr das geschrieben habt. Ich suche dann einfach bei meinen ganzen E-Mails durch, weil ich die Kommentare als E-Mail bekomme. Und wenn das nicht innerhalb der ersten paar Zeilen ist oder falsch geschrieben ist, dann kann es sein, dass ihr das nicht, dass ihr da nicht mit in der Suche auftaucht, im Suchergebnis. Deswegen, so viele haben sich gewünscht, eine Grätsche, entweder in Form eines Drop-Toe-Holds oder eines Dropkick-to-Knee. So, hört sich gut an und das würde ich gerne, wenn er als Rebound, Irish Whip Rebound, doch, hier, Spinebuster, nee, wollte ich nie, ne? Ne, ich hatte Power Slam immer sonst. Power Slam haben wir schon so oft, ne? Drop Toe Hold wäre da gut. So, das wäre halt so eine Art Grätsche. Ach, guck mal, das Spinebuster mal hier. Ach, komm mal, da Drop Toe Hold, so als Art Grätsche. Wo Drop Kick to Knee? Mal mit da im Laufschlag oder was? Beziehungsweise, ihr habt mir auch geschrieben, dass der Spear ein Running Strike ist. Und das ist Tatsache so, als Hechtler. Das wusste ich nicht. Vielen Dank für diesen Hinweis. Bloß, wir haben jetzt da schon Tribute to Zidane. Und die Glanzparade, die möchte ich nämlich nur ungern austauschen. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Haben wir vielleicht noch in der Ecke, warte mal. In der Ecke, Top Rope, Lauf. Ne, wie funktioniert denn das? Griffe von vorne. Ich möchte aber Schläge von vorne. Geht auch. Ja, Griffe von vorne und Schläge, alles klar. Schulterblock, Repeating Punch. Ich würde gerne schlagen. Hier, nee. Viereck. Ach so, da war das. Punch to head. Im Lauf. Da haben wir bloß das eine Ding hier. Das will man machen, ne? Haben wir da kein Spear oder was? Running Shoulder Block. So als Hechtler und so weiter. Habt ihr vorgeschlagen? Ne, dann lassen wir das aus. Gut, dann gucke ich erstmal, wer das vorgeschlagen hat. So. Gucken wir erstmal. Ich suche jetzt nach dem Wort Grätsche. Und zwar richtig geschrieben. Wenn ihr es falsch geschrieben habt, tut mir halt leid, dann kann ich euch nicht nennen. So. Oder ich habe jetzt keine Lust, euch da rauszusuchen. So, wir haben auf jeden Fall den Timbo Master. Der hat das ganz oft geschrieben. Dann, wen haben wir hier? Rasenmäher Lariat. Genau. Den haben wir da. Wen haben wir dann noch? Der Marius, WWE Smoke. Ne? Ach, mehr waren doch nicht. Ich hatte da mit mehr in Erinnerung. Einer hat es auch mit E geschrieben. Warte mal. Grätsche. Drop Troll als Grätsche von Luca von Euv. Der hat es auch vorgeschlagen. Schön. Dann hat einer vorgeschlagen. Sold out wahrscheinlich. Ballannahme. Was ist das für ein Move? Vielleicht hätte ich da mal nachgoogeln sollen. Wie gesagt, ihr merkt schon, nicht so eine actiongeladene Episode heute. Ein Match machen wir auf jeden Fall noch. Das kriegen wir hin. Warte mal, da gucke ich mal. Da wieder bei 2K15 Sold Out Move. Sold Out Move. Weiß nicht, was das sein soll. Move. Was meint er denn? Ist das. Warte mal. Nee. Keine Ahnung. Ich kann bei den Finisher mal gucken. Vielleicht ist ja da was. Ich kenne ja nicht alle Moves hier auswendig, ist ja klar. Sold Out meint er wahrscheinlich. Oder Soul, er hat das komisch geschrieben. Ich kann gleich nochmal gucken, wer das war. Als Ballannahme, Soccerball Kick. Ich würde gerne so einen Soccerball Kick haben wie Zack Sabre Jr. Das würde sich eignen. Aber was machen wir hier? Er muss eine Fresse kriegen, sowas. Aber ist auch nicht da. Sieht nicht so danach aus. Wenn ich das finde. Ich gucke nochmal nach, wenn mir das geschrieben hat, dann kann ich euch sagen. Oder derjenige kann dann nochmal. Achso, war auch Rasenmäher Lariat. Schreib mir mal, welchen Move du meinst. Oder wie der aussieht. Dann den Crossbody von Bray Wyatt als Hechter.
Das ist ein guter Vorschlag, aber das ist wieder ein Running-Dings, ne? Im Lauf schlägt. Da haben wir leider bis zwei Attacken und Superman Punch und den Headbutt würde ich gerne beibehalten. Tribute sie dann und Glanzparade. Ihr merkt schon, ihr merkt meine Misere. Aber Irish Whip. Achso, warte mal, hier. Da hätten wir doch noch Drop Toe hier. Da können wir doch auch ein Spear wählen, ne? Drop Toe, da. Clothesline. Clothesline brauchen wir eh nicht. Haben wir da nicht auch ein Spear? Da, guck mal, da könnten wir Spear wählen. Dann machen wir das. Und den Crossbody lassen wir dann einfach aus. Ne? Crossbody haben nämlich auch eine Menge vorgeschlagen. Mal gucken. So, mal gucken. Also, Diving oder normale Version. The Game R. Wer noch? Noli D. So. Das war dann auch schon. So, das fand ich gut. Franz, nimm noch den Ric Flair Taunt, wo er runterfällt und nenn ihn Schwalbe. Find gut. Vorschlag von Jonas Florian. Dazu muss ich wahrscheinlich erstmal ein Training mit Ric Flair machen. Das machen wir eben. Und dann, wie wäre es mit einem Trouble in Paradise als Seitfallzieher? Hört sich auch gut an. Dann haben wir einen besseren Seitfallzieher als hier das olle Ding da in der Ecke. Das kriegen wir auch noch hin, wenn ich das als normalen Grapple-Move eingestellt bekomme. Und dann noch Take Us Old School als Einlaufkind. Da gab es auch eine schöne Beschreibung zu. Gucken wir gleich mal, ne? Aber ich glaube, da muss ich erstmal ein Training mit Taker absolvieren. Oder vielleicht ist das auch normaler Move bestimmt. Ich mache einfach zur Sicherheit. Genug VC haben wir ja, ne, Freunde? Ihr kennt das Ganze. So, dann Rödel, Rödel, Rödel. Dann gehen wir mal auf Verbessern. Kaufen. Wir fangen an mit einem Training mit Ric Flair. Geht das überhaupt? Oder müssen wir ihn da jetzt irgendwie besonders fuck? Geht nicht. Wieder nicht. Ric Flair. Wegen seinen Taunts. Oder muss ich da irgendwie was Besonderes freischalten? Hätte ich jetzt mal nachgucken können, aber ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett. Gut, denn nicht, denn Kofi Kingston. Der muss aber da sein, ne? Jawohl. Kofi Kingston, nee. So, und Taker nochmal eben. Oder haben wir den erst, wenn wir bei WrestleMania gegen ihn gewinnen? Nein, da können wir ihn auswählen. Nein, nicht ausrüsten. So, dann gucken wir nochmal. Weil alles so möglich ist. Und dann sage ich auch nochmal jeweils, von wem die Vorschläge kamen. Anpassen, Moveset. Wie gesagt, wenn euch das alles nicht interessiert, könnt ihr ja weiterschalten. Ihr kennt auch das Ganze. Überlege gerade nach SummerSlam. War der nächste Pay-Per-View, den ich ausgewählt habe, Royal Rumble, ne? Ja, wieder ein paar Zwischendurch-Matches. Gut. Gucken wir mal bei den Taunts. Haben wir denn da was von Ric Flair? Will er wahrscheinlich als Ric Flair gekennzeichnet sein oder nicht? Rick. Nee, natürlich nicht. Hier ist kein Ric Flair. Oder wie heißt das denn bei ihm? Oder Nature Boy oder irgendwie sowas. Bin mir nicht sicher, wie die Dinge heißen bei ihm. No. Nataya, My Fault. Wie heißt denn? Gibt den Torn überhaupt noch im Spiel? Bin nicht ganz sicher, ob ich. Wenn ich irgendwas übersehe, könnt ihr mir dann natürlich in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht bei K-Kiss dealen. Na gut, dann kann ich da leider nichts machen. Haben wir denn. Ah, warte mal, als Running Move-Griffe von vorne. Da gibt es doch den Dings hier, ne? Hier den Pushing, den Körpereinsatz, den möchte ich dann drin behalten. German eigentlich auch. Mann, ey. Alle toll. Will das nicht weghaben. Den Spinebuster, den brauche ich nicht unbedingt. Wenn wir da Trouble in Paradise nehmen? Trouble in Paradise. Nie. Und als normalen Running Move. Gehen wir von vorne. Trouble in Paradise. Gibt es nicht, oder was? Mann, nur als ollen Special Move, ja? Trouble in Paradise. R. R. Ist T. Da Trouble in Paradise. Stehen vor Gegner im Lauf, Beinkraft. Nö, dann gibt es den anscheinend nicht. Mann! Ich gucke trotzdem nochmal bei Standgriffe. Starke Griffe von vorne. T, 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 T. Da! Trouble in Paradise. Cool. So, was machen wir denn da weg? Dafür. Was brauchen wir? Alpamare Waterslide. Oh, da habe ich sogar immer richtig beschrieben. Cool. Den will ich mir behalten. Hier, Fallaway Slam mache ich irgendwie nie. Dann machen wir da den Trouble in Paradise. Als Seitfallzieher. Nach rechts. Mal gucken, von wem. Die Vorschläge kamen, also mit Ric Flair habe ich schon gesagt, von wem das ist. Kriegen wir hin. Keine Sorge, Freunde.
Achso, Jonas Florian. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? So, dann Trouble in Paradise. Als Seitwärts hier kommt von der Dortmunder. Und Take Us Old School als Einlaufkind. Die Beschreibung lese ich euch auch eben vor. Von Simon Brockmann. Warte, der hat da noch mehr zugeschrieben. So, Firefox. Ach, bei mir ist das Ding ja Waterfox, weil ich so eine extra Special Edition habe. komm, rödel, rödel, rödel. Der Gegner schaut zu Tim Wiese auf und schreitet an seine Hand durch den Ring. Ich meine, den gäbe es auch als normalen Grapple-Move. Ich meine auch. Dann gucken wir mal. An der Egge. Griffe von vorne wahrscheinlich, ne? Oh, cool. Bulldog finde ich schön. Muss es ja als normalen Move geben. Oder wo hat er den an... Oder ist das, wenn er sitzt? Gucken wir mal. Top-Rope-Griffe von vorne. Nee, was mache ich denn? Top-Rope-Griffe von vorne? Nee, ist richtig. Im Sitzen in der Ecke? Nein. Von vorne. Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Komm gerade nicht klar. Ach hier, Entschuldigung. Oldschool. Wer ist das Ding denn? Gucken wir nochmal mit Special Moves. Nee, muss ich doch als normalen Move geben. Oldschool. Ja, da, Oldschool. Stehen vor Gegner, ach so. Das war ja, das ist ja nicht mehr so, dass man so beschränkt ist bei den Animationen. Mein Fehler, mein Fehler. Dann gucken wir mal, haben wir vielleicht einen mittleren Griff von vorne. Was könnte man da aufopfern? Den Spinebuster weg haben, Snap Suplex auch. Gorilla Press ebenso. Ja, dann gucken wir Griff von vorne. Dann hau ich was weg. Also leid's mir tut. Alpermeer Water Slide. Old School. Haben wir da was? Rödel, Rödel. Oh, man dauert immer ewig, ne? Old School. Da, Old School. Nimm ich. Schön, nach links. Links und rechts. Und dann war es auch schon mit den Move-Vorschlägen. Mensch, habe ich länger gebraucht für die Einstellungen als für eine normale Episode. Gut, aber wie gesagt, ein Match machen wir noch eben. Das Match gegen Big Show, da können wir die neuen Moves noch eben schnell ausprobieren. Hoffentlich, wenn wir ihn hochbekommen. Ne? Haha, hochbekommen. Hey. So, ich habe währenddessen Kommentare bekommen. Lese ich mal live Kommentare vor. Benimmst dich aber wie ein Kleinkind. Achso, da gibt es gerade eine hitzige Diskussion unter meinem Video, warum ich nicht auf Twitch TV streame. Da gab es auch Verhältnis zu den sonstigen Videos eine Menge Dislikes. Also Daumen runter. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn der Hitbox besser findet, ist das aber jetzt umso. Ich habe ja, schön. Zum Glück sind die alle mit Respekt dabei, dann ist ja alles gut, ne? So. Gut, dann ein Match bitte. Ein Match, Freunde. Und dann machen wir am nächsten Mal wieder, also die weiteren Zwischendurch-Matches. Und dann so lange, bis das nächste Story-Match kommt. Ne? Ihr kennt das ganze Prozedere. Prozedere. Nicht vergessen, 20 Uhr nachher, hitbox.tv/franzzockt. Der Livestream, wenn wir schon bei Hitbox sind und Twitch und so weiter. Kriegen wir alles hin. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen ruhiger heute. Das liegt an... am 1.1. hatte ich auch in der ersten Episode gesagt. So, ich hatte auch in der Facebook-Gruppe geschrieben. Ich habe jetzt die eigene Facebook-Gruppe, meine eigene Franz-Zockt-Facebook-Gruppe. Ihr kennt das Ganze. Wo steht denn hier? Und da habe ich geschrieben, hier von wegen, jetzt weiß ich wieder, warum ich mich normalerweise von Alkohol fernhalte. Und deswegen, weil ich mich sonst von Alkohol fernhalte, halte ich auch nicht viel aus. Und liegt dann schon nach ein paar Mischer weg. Dann reicht mir das. Oh, guck mal, da haben wir direkt den Spear. Das ist total ungewohnt, wenn man das, also für mich ist das ungewohnt, wenn man das mit der Schlagtaste macht. Ja, und dann war ich fertig. Aber ich hab jetzt nicht so einen krassen Kader gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte noch nie einen Kader in meinem Leben. Beim Kader hat man auch immer auch Kopfschmerzen und nicht, weil sowas hatte ich nicht. Aber halt, total fertig. Vielleicht lag es auch daran, dass ich wieder total durcheinander war mit dem Schlafrhythmus. Nicht, weil ich irgendwie später ins Bett gegangen bin als sonst, sondern früher. Weil aktuell in den Ferien... Oh, was soll das denn jetzt hier werden? Bin ich, weiß ich nicht, 10 Uhr morgens immer schlafen gegangen. Und, weiß ich nicht, 5 Uhr nachmittags aufgestanden. Und dann bin ich auf einmal 5 Uhr schlafen gegangen schon. Und war dann kurz um 12 Uhr wieder wach. Das war vielleicht deswegen. Ey, was soll denn das? Ich krieg ja nichts gekontert hier gegen den ollen Big Show.
So, Eulen Bogenrapids. Ich mach gleich Dings wieder an, ne? Ich mach gleich wieder die Konterhilfen an. Guck mal, nur mit seinem Scheiß, ne? Ist er jetzt so weit im Vorteil, dass wir orange am Tor sind. Können nicht mal die coolen neuen Moves ausprobieren. Aber wir haben ja zum Glück noch als Backup unseren Herrn H. Unseren Hemsley. Unseren Herrn Hemsley. So, dann machen wir mal. Was haben wir denn hier nach links? Ach, fuck. Kriegen den nicht hochgehoben, den Kollegen, ne? Denn vielleicht beim nächsten Match, wo wir die neuen Moves ausprobieren. Ich hab mir Mühe gegeben. So, machen wir nur den Old DDT. Nein, hier machen wir einen Low Blow. Aber das ist auch nur ein mittlerer Griff. Der Big Show. Er ist schon gut getroffen hier im Spiel, muss ich sagen. So, zack. Wir sind bei 75%. Jetzt haben wir lange wieder aufgeholt. Ich bin jetzt wieder auf Comeback Tour hier, wie es scheint im Match. Dann machen wir mal zurück. Da wäre fast die Gritsche gekommen. So, hör mal auf. Pump Handle. Slam. Sehr schön gemacht. Machen wir einen Drop Slam. Guck mal, der tritt so langsam. Oh, sind wir schon rot am Tor, also. Kannst du doch keinem erzählen. Big Show, hä? Oh, ich dachte schon, jetzt macht der WMD. Aber das ist ein normaler Punch. Das ist schlimm genug. So, jetzt kann ich auch mal einen Bodengrabbel machen. Guck dir mal an, wie scheiße das ist. Ja, kriegt man nämlich nicht gekontert, wenn man die Anzeige nicht anhat. Ah, doch. Schade. So. Zack. So, warte mal. Hier. Wie war denn nochmal? Ich hab schon wieder vergessen, wie man die Fouls macht, hier die Gretchen und so. Erstmal Abstoß, das krieg ich noch hin. Schön mit dem Fuß. Hat wieder super geklappt. So, wie war denn das? Zack, Glanzparade. Achso, ich hatte als Rebound-Dings gehabt, ne? Wir gehören an mich. Ein Dropkick-Turnier hatte ich gar nicht eingestellt, kann das sein? Naja, egal. Das ist nicht schlimm, ich muss auf die Stamina achten. Jetzt hör doch mal auf hier. Nee, gut, dass Triple H noch nicht hochgekommen ist. Hätte ja. Wäre völlig umsonst auch gekommen. Das wäre ein bisschen doof. Oder wir können ja wieder riskieren. Komm, ich möchte gerne einen Signature-Move haben. Die sind noch beide bei dir im Stehen, ne? Stehen oder Lauf. Gut. Dann mach erstmal deinen Mist. Genau. Und jetzt macht sein Finisher. Dann haben wir auch noch Comeback. Ja gut, den kriegen wir weg. Den kriegen wir weggeputzt. Super. Dann haben wir jetzt selber erstmal mehr Signature-Move. Und dann haben wir Lariat. Nice. Nice. Fuck. Ne, jetzt hören wir auf hier. Ups, ich dachte... Kriege ich gekontert, aber dann kommt einfach Ramming F-Bart, jawohl. So soll es sein. Warte mal, warte mal. Vielleicht wünschen sich hier einige, dass ich öfter die OMG-Moments zeige. Dann machen wir doch mal wieder hier den Kollegen Giant Swing. Wenn wir schon bei Giant Swing sind, versteht ihr? So. OMG-Moment. Gute Haare. Sehr schön. One, two. Ne, wir sind bei drei jetzt schon, ne? Vier. Ach, da kriegen wir noch einmal hochgehoben. Da ist kein Problem. 7, 8 oder so. Keine Ahnung. Ach, guck mal, jetzt ist er doch schon rot. Dann reicht das vielleicht eventuell. 1, 2, 3. Doch. Haben wir schwindelig gemacht und dann badam, badam, besiegt. So gehört sich das, ne, Freunde. Gut, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch für diese etwas unactionreiche Folge freuen oder so. Nicht vergessen, nachher 20 Uhr der Livestream auf hitbox.tv/franzzock. Wir spielen WWE 2K15. Online, PS3, PlayStation 4, Replay kommt dann auch später auf YouTube online, ihr kennt das Ganze, ne? Gut, okay, scheiße auf die Sterne, ein gutes Match, wie immer, Alltagssituation hier mit Vicky Guerrero, gut, wie gesagt, Daumen hoch für cool, Applaus, bis dann, euer Franz, eure Zock, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.